Perfect. Kanal. Wie ich euch auch versprochen habe, werde ich die zwei Beamer vorstellen. Wir reden hier von der Vorgänger und der Nachgänger Modellpflege Facelift. Wie schon der neue Modell hier steht, kräftiger wie so eine Kanone und tatsächlich die Bildqualität, die Kontrast, also ist mega. Die Farbkontrast ist einfach mega geil, im Gegensatz zu dem veralteten Technik. Hier ist Bildqualität auch sehr gut, aber die Kontrast ist einfach ja, weniger, sage ich mal, und nicht so kräftiger im Gegensatz zu dem neuen Modell. Wir reden hier von Android 11, beide Modelle. Ist sehr leicht zu bedienen, kinderleicht. Die Fernbedienungen haben sich nicht verändert, identisch gleich. Also, wie gesagt, also ich persönlich finde den neuen Modell mega geil. Das werde ich euch jetzt präsentieren. Ich würde mich sehr freuen auf eure Kommentare oder wenn ihr Fragen habt, einfach mir schreiben. Die Produkte sind mein Eigentum. Ich bekomme keine Unterstützung von der Firma. Es ist selbst gekauft und ich bewerte nur meine Meinung, weil ich den alten Modell seit 8 Monaten lang benutzt habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Sound von den beiden sind nicht mal Mitte. Also ist schon sehr schlecht. Aber es gibt eine Lösung. Beide haben Bluetooth-System. Man kann einfach eine Anlage kaufen, mit Bluetooth gesteuert, und sobald man sozusagen das kleine Lautsprecher aktiviert hat oder angeschaltet hat, und Beamer ist auch an, und wenn man das einmal verkoppelt hat, tut das automatisch jedes Mal verbinden. Das ist kein Problem, es funktioniert auch sehr gut. Ich benutze von der Marke Anker, ich bin sehr zufrieden damit. Und wie gesagt, man hat auch trotzdem hier Kopfhörer, vielleicht kann man da auch irgendwelche Lautsprecher anschließen. Das ist halt, man kann die Probleme auch lösen. Wie gesagt, also die Bildqualität ist auch mega und das will ich euch einfach vorstellen und euch zeigen. Ich habe extra gewartet, dass draußen dunkel ist, weil wenn es dunkel ist, bekommt man auch mehr sozusagen Qualität. Draußen ist jetzt dunkel. Ich habe extra dafür gewartet, dass ich dieses Video für euch drehen kann. Ich würde mich wirklich sehr freuen auf Likes und eure Kommentare. Ich fange mal gerade an mit der Qualität.